Hallo zusammen, hier ist wieder Amano mit einer weiteren Folge von Holy Avatar und den Sexy Chicks, Mains of the Dead heißt das Spiel eigentlich. Wir sind dabei, Lola zurück ins Dorf zu bringen, nachdem wir uns hier durch die Spinnenhöhle in Anführungszeichen gekämpft haben. Spinnenhöhle ist ja Quatsch, weil war ja gar nicht irgendwie überdacht. Spinnenlager. Ja, Spinnenlager klingt super. Kokongewölbe. Nein, passt auch nicht. Ist kein Gewölbe. Spinnenbein. Nein. Spinnennahrungsverpackungsort. Finde ich super. Das war's. So, zurück ins Lager. Lola. Aber ihr Karnickel haben wir nicht gefunden. Zum Boss. Oh. Der wird schon sauer sein. Genau. Dir den königlichen Kritiker gelassen. Der königliche Kritiker ist tapfer im Kampf gefallen. Er hatte es mit zahlreichen Untoten aufgenommen, um unser aller Leben zu retten. So sieht's aus. Dann war er ein Held. Wir werden ihn in seinem Namen in guter Erinnerung behalten. Mit seinen letzten Worten röchelte er, dass er zufrieden mit der Arbeit des Halbgottes sei. Das sollte der mächtige Avatar ausrichten. Danke. Ich nehme freudig zur Kenntnis, was ihr für die Bevölkerung tut. Tja, eure Jungfrauen sind wirklich naiv, Avatar. Sollten wir nicht ein schlechtes Gewissen haben? Mhm. Manchmal müssen Opfer gebracht werden, um die Mehrheit zu retten. Genau. Finde ich schön, dass der Avatar meiner Meinung ist. So, wir gehen mal zu Rank zurück. Schauen wir, ob die Quest jetzt als erfüllt gilt. Lola befindet sich jetzt in Sicherheit. Dankens. War denn schwer? Spinnen hatten sie in ihrer Gewalt. Lola, was du wieder treibens? Du nicht einfach von Spinnen entführen können. Aber die Arbeit. Tut mir furchtbar leid, Boss. Ich nicht jeden Tag auf dich aufpassen können. Aber da, dankens euch. Hier ein leckeres Gericht für eure heldenhaften Gaumen. Passt auf euch auf, Lola. Ihr seid mein größter Held, Holy Avatar. Nicht schmachtens, an die Arbeit geht's. Aber... Tut mir leid, Boss. Aber... Doch, schmachtens ist super. Ich habe echt nur einen Schachtelspieß bekommen. Was will, Mensch? Das ist krass. So, was sollt ihr verkaufen? Die alte Sense. Den Schmuck behalte ich mal. Weil man weiß ja nie, ob nicht doch irgendwie... Oh, 310 Gold. Was wollte ich sagen? Ob nicht doch irgendwie mal... noch jemand anderes sich meiner Gruppe anschließt. 310 Gold heißt erstmal 300 Gold bei Sandy bezahlen. Wie weit seid ihr, Avatar? Der Avatar möchte großzügig sein und euch das Gold spenden. Sehr gut. Ihr habt 300 Gold zusammen. Die wandern jetzt zu mir und werden gewissenhaft für das Lager eingesetzt. Indem ihr eine weitere Holy Avatar Statue baut? Ich muss ständig daran denken, dass ich mich längst zur Ruhe setzen könnte. Hätte ich meine Arbeitgeber damals nicht verraten, um eure Jungfrau zu... Eine halbgöttliche Entscheidung. Ihr hättet sonst nie das Glück gekannt, den Avatar anzuhimmeln. Welch Tragödie. Genau. Mir ist derzeit nicht nach Scherzen zumute. Erfüllt eure Pflicht. Mann. Die ist aber... Also... Och, was biestig. Level up beim Avatar. Ja. So, die anderen beiden haben nichts mehr, ne? Nee. Okay. Ich müsste bei Holy jetzt eigentlich 4 Skills freigeschaltet haben, also 3 insgesamt. Ich sehe es jetzt nicht, aber gut. So. 10 Gold, ne? Ja. Damit kann ich mir natürlich nichts leisten. Weil, ich sehe schon, bei Rank hier, ich quatsche nochmal an. Seht ihr das? Habt ihr etwas Romantisches der zu verkaufen? Avatar benötigt etwas Romantisches, Goblin. Ja, genau richtig, Seid's. Ich habe jetzt hier Unterwäsche zum Schnüffeln. Das sollte genau das richtige romantische Geschenk sein. Aber Holy, ihr könnt doch keiner Dame zum ersten Date Unterwäsche schenken. Klar. Warum hat sich Taurus nur so ein Geschlecht wie Frauen ausgesucht? Die Frage stelle ich mir auch jeden Tag. Bei den Männern gefragt. Okay, wo ist jetzt die Unterwäsche? Mein Gedanke war, dass ich die Unterwäsche doch garantiert brauche.
um die Frau für Teves zu bezirzen. Irgendwie. Aber, nö. Können wir mit Lola quatschen? Nö. Gut. Da haben wir uns festgelaufen. Nö. So, für Teves die Frau. Kein Plan, wo. Chocobo muss ich suchen. Oh, wer bist du? Mit dir kann ich auch reden. Krankenschwester. Was sollen wir tun? Helft uns bitte. Wir sind zu schwach und vollbusig, als dass wir uns gegen diese Kreaturen wehren könnten. Überlass das nur dem Halbgott. Das ist irgendwie, würde ich sagen, jetzt mein Satz des Spieles. Wir sind zu schwach und vollbusig, als dass wir uns gegen diese Kreaturen wehren könnten. Das, ja, ich würde sagen, beschreibt in perfekter Art und Weise das gesamte Spiel. Es ist so warm hier. Ich sollte vielleicht meine Latex-Uniform ausziehen. Yep. Das ist die Einstellung, die jede tüchtige Jungfrau auf Holy Island haben sollte. Weitermachen. Der Avatar und ich scheinen sich gut zu verstehen. Oh, noch eine I, eine Wendy. Ja, Avatar? Ah, die rothaarige Jungfrau. Ich heiße immer noch Wendy, Avatar. Ah ja, richtig. Wie habt ihr es bis hierhin geschafft? Nun ja, als ich durch die Büsche ging, habe ich einen Weg gefunden und einen Eingang durch den Dschungel, bis ich hier gelandet bin. Ihr musstet nicht durch die von Zombies verseuchte Höhle? Nein, eine Höhle gab es nicht. Wie habt ihr es lebend hierher geschafft? Ich bin gelaufen, was das Zeug hält. Ich bin gestürzt. Die Biester sind ja zum Glück nicht sonderlich schnell. Dann folgt seiner halbgöttlichen Wenigkeit. Oh, das geht nicht, liebster Avatar. Oh. Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Wie meinen? Der Knöchel ist verstaucht, als ich geflüchtet bin. Warum alles in der Welt müssen sich Frauen immer den Knöchel verstauchen, wenn sie verfolgt werden? Es tut mir leid, Avatar. Ich nehme besser Brandy mit. Autsch. Brandy. Autsch. Das. Autsch. Brandy wurde von den Zombies erwischt, Wendy. Was? Das ist nicht euer Ernst. Doch, Wendy. Sie war wie eine Schwester für mich. Für mich auch. Seid ihr jetzt fertig mit der Trauer? Ich wollte noch ein wenig kämpfen gehen, bevor ich Hunger auf Menschenfleisch bekomme. Wer ist die denn? Eine neue Kampfgefährtin, die sich nicht so leicht beißen lässt, weil sie schon tot ist. Wegen Teves? Kann ich also Wendy mit Teves verkuppeln? Schauen wir mal. Wendy, ihr habt die heilige jungfräuliche Pflicht, euch zu diesem Söldner zu begeben und ihm eine gute Frau zu sein. Klar, ich... Was? Holy, wie könnt ihr es wagen, meine Jungfräulichkeit an einen hässlichen Grobian mit Atem wie ein Ausguss zu verschenken? Ich habe Besseres verdient. Zum Beispiel? Euch? Schon vergessen, was ihr mir alles versprochen habt? Ja, seine halbgöttliche Wenigkeit... Ja, das glaube ich. Mit dem Vorschlag könnt ihr euch also in die Rüstung stopfen. Sucht euch irgendein Dummerchen, wie Candy. Ein Dummchen wie Candy? Nur nicht Candy. Da kommt Rauch aus eurer Rüstung, Avatar. Grübelt nicht so viel. Tja, das kann ja dann nur Cindy sein. Ja, Avatar? Vielleicht könnt ihr uns auf andere Art und Weise helfen. Wie denn? Ihr legt einfach ein gutes Wort für den Avatar ein. Sandy will, dass der Halbgott dem Lager hilft. Also tut der Avatar Gutes, wie er es tut, tat und immer tun wird. Ich kann euch gerne eine Aufgabe geben. Super. Wohnung? Typisch, da reicht man den kleinen Finger und ihr wollt gleich die ganze Hand. Avatar, als Jungfrau werden wir nicht sonderlich gut bezahlt. Wie bitte? Seid ihr etwa unzufrieden mit dem halbgöttlichen Gehaltsgefüge? Naja, die 3 Goldstücke am Tag, davon kann ich mir erst in einer Woche neue Stiefel kaufen. Und ihr wisst, dass ich Stiefel über alles liebe. Puh. Also lasst seine halbgöttliche Wenigkeit raten. Ihr wollt neue Stiefel. Oh ja, das wäre toll. Aber ich weiß, es gibt hier nicht mal ein Schuhgeschäft. Weil seine halbgöttliche Wenigkeit es verhindert hatte. Ihr würdet ein Vermögen damit machen, Avatar. Was soll's. Bringt mir wenigstens die Stiefel, die wir am Strand vergessen haben. Da sollten welche sein. Also gut. Es gibt eine Abkürzung zum Strand hinter dem Elfenlager. Geht dazu in den Elfenwald. Ah, ich habe mich gerade schon gefragt, wo die Stiefel denn sein könnten. Habt ihr irgendwelche Zombie-Survival-Tipps für euren Helden?
Zombies sind alle nicht besonders schnell, aber einige sind unterschiedlich intelligent. Die frischen Zombie-Jungfrauen können immer noch mit ihrem Bogen schießen. Später verlieren sie jedoch scheinbar ihre Intelligenz, was sie allerdings nicht ungefährlicher macht. Einen Moment, Wendy. Sind wirklich alle Zombies langsam? Es wäre doch durchaus möglich, dass einige schneller laufen, nicht? Sei nicht albern, Holy. Das sind Leichen. Bei dem Versuch zu rennen, würden denen doch sofort die Füße an den Knöcheln abbrechen. Juti, also Cindy mit T-Vers verkuppeln. Hallo Cindy. Hallo Holy. Direkter Befehl, heirate T-Vers. Cindy, jemand hält um eure Hand an. Wer ist es? Wer ist es? Er hat keine Haare, ist ein feiges Arschloch und jetzt will er dem Avatar eine Jungfrau wegschnappen. Seine Frau ist eine Untote geworden und nun sucht er was Neues. Was der Avatar sagen wollte, er hat einen rauen Kern, jedoch ist er voller Liebe und Güte. Er hat sich sofort in euch verliebt. Ihr meint T-Vers? Nun ja. Was ist mit euch, Homie? Seine halbgöttliche Wenigkeit könnte immer noch euer Heim sein. Geht zu T-Vers und werdet glücklich. Jetzt! Aber so einfach ist das nicht. Ich möchte wenigstens ein Zeichen seiner Liebe haben. Da was sind wir beim Geschenk. Das mir zeigt, dass er es ernst meint. Vielleicht finden wir ein romantisches Geschenk bei den Händlern. Genau, wir wissen auch schon wo. Nur haben wir aktuell kein Geld. Wir haben es vorhin aber auch nicht gesehen. Sehe ich das jetzt vielleicht? Wird es mir jetzt angezeigt? Händlerquests. Händlertränke. Händlerausrüstung. Hier ist kein romantisches Geschenk. Bin ich doof? Oder wie jetzt? Nein. Ich hätte ja gedacht, dass es hier bei Händlerquests irgendwie ist, aber... Nein. Kein Geschenk. Na gut. Wir müssen als nächstes in den Elfenwald. Da war ja dieses Chocobo, glaube ich. Und auf jeden Fall... Abkürzung zum Strand. Ach, hier oben geht es ja noch weiter. Ah, was haben wir denn hier noch alles? Manche Zombies verfügen über Giftattacken. Ich hoffe, der Schmerz lässt irgendwann nach. Rüstet euch besser vorher gut aus, bevor ihr da raus... Okay. Elfenwald scheint also ein bisschen schwerer zu werden. Aber hier haben wir noch Leute zum Quatschen. Denkt dran, Attacken von hinten auszuführen, um mehr Schaden zu machen. Ja. Oh, Cassandra. Wollt ihr nicht die erste elfische Jungfrau des Avatars werden? Ich achte den elfischen Glauben, Avatar. Aber, och man, Spielverderber. Wir haben so viele unserer Schwestern verloren. Was mache ich gegen Vergiftungen? Bei Tanawak gibt es Heilsalben zu kaufen. Nur haben wir leider kein Geld für Heilsalben. Nicht wahr? Da, Heilsalben, Wundverbände, Mana-Cocktails, Rena-Zucker und die Schaschlikspieße. Wenn ich Geld hätte, würde ich ja... hier gibt's bessere Birken. Das ist ja super. Spinnensense, Knochensense. Und hier gibt's endlich ein Schwert. Da habe ich kein Geld. Gut, aber dann weiß ich zumindest, wo ich hin muss, wenn ich mal wieder Geld habe. Zum Gruße. Der große Avatar benötigt ein romantisches Geschenk, das einer Jungfrau würdig ist. Der Avatar. Der legendäre Charmeur. Ich könnte eine wunderschöne Paradiesblume verkaufen, aber... Aber? Der mächtige Avatar hört nur sehr ungern ein Aber. Vielleicht, weil er es nicht buchstabieren kann. Hey. Die Goblins hatten mich im Elfenwald überfallen. Diese Grünlinge klauen alles. Selbst meine Paradiesblumen haben sie gestohlen. Für welche Zwecke auch immer. Oh, wie romantisch.
Auch Goblins werden die potenzielle Liebe eines Paares nicht aufhalten können. Ah, okay. Also kein Geschenk bei Renk kaufen, sondern den Goblins das tatsächlich abnehmen. Identifiziert euch, Elf. Tanava, ein Händler der Elfen. Und ihr seid doch nicht etwa... In der Tat, der überaus legendäre Holy Avatar und halbgöttliche Besitzer dieses Ferienparadieses. Ah, wirklich gut, dass ihr uns endlich besuchen kommt. Die Jungfrauen haben uns viel über euch erzählt. Was macht ihr Elfen immer noch auf der Insel des Halbgottes? Wir sind die ursprünglichen Bewohner der Insel und Hüter des Tropenwaldes. Vergesst das nicht. Seine halbgöttliche Wenigkeit hatte eine einstweilige Verfügung gestellt, damit ihr das Grundstück verlassen müsst. Dies ist das neue Jungfrauenferienparadies. Diese Schreiben haben wir erhalten. Doch wo sollten wir denn hin? Keine Ahnung. Dahin, wo Elfen normalerweise wohnen. Jedenfalls nicht auf einer Tropeninsel mit Bikini-Schönheiten. Aber sie sind die Beschützer der Insel. Sie sind nützlich für uns. Sie haben die Schnuckis in den Schranken gehalten. Ah, okay. Grandiose Leistung. Okay. So, ich fasse also zusammen. Oh, da ist noch einer. Zombies machen unheimlich harte Angriffe. Schützt euch mit besserer Rüstung. Gut, bessere Rüstung als die ich habe, gibt es nicht. Also geht's tatsächlich raus in den Wald. Wir haben in dieser Folge noch ein paar Minuten Zeit, sodass ich euch das noch zeigen kann. Warte. Ich habe noch eine wichtige Aufgabe für euch. Oder auch doch nicht. Ja, wie jetzt? Ich war doch gerade bei dir und habe mit dir gequatscht. Hättest du mir es nicht sofort sagen können? Schlumpf, du. Oh, irgendwo ist da was zu plündern. Oh, da. Ein Goldbeutel. 35. Zum Gruße. Warum seid ihr Elfen? Die Toten sind auferstanden und wollen sich an den Lebenden rächen. Auch uns haben sie angegriffen. Viele von uns sind hierher geflüchtet. Doch einige blieben im alten Elfenlager zurück. Klingt so, als wären eure Elfenfreunde auf Hilfe angewiesen. Seine halbgöttliche Wenigkeit spürt eine Quest. Eure Weisheit ist allgegenwärtig. In der Tat sind unsere Brüder und Schwestern in Gefahr. Ich hoffe, ihr könnt ihnen helfen, großer Avatar. Gut gesprochen. Natürlich wird der Avatar helfen, doch danach verschwindet ihr. Habt Dank, Avatar. Der Eingang zum Elfenwald befindet sich hier im Norden des Lagers. Können wir die Elfen nicht behalten? Nein. Och, Candy. Auf Holy Island will seine halbgöttliche Wenigkeit nur Jungfrauen sehen. Och, Mensch. Sehen wir lieber nach, ob sie überhaupt noch leben. Untote sind unersättlich. Die Candy hat schon was Liebes an sich. Im Sinne von zwar lieb-trottelig, aber lieb. So, der kleine Dialog hat uns jetzt eine Menge Zeit gekostet. Deswegen sind wir leider jetzt hier auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einfach ein Like da. Noch besser gleich ein Abo. Ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns im Elfenwald. Euer Amano.